Selbst der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, ist fassungslos. Vier Jugendliche aus NRW und Baden-Württemberg sollen einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Zwei von ihnen sind davon Mädchen. Nach ihrer Festnahme sitzt das Quartett nun in U-Haft. Sie sind zwischen 15 und 16 Jahren alt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sie sich durch islamistische Influencer radikalisiert haben. Innenministerin Nancy Faeser spricht von weiterhin einer hohen Bedrohungslage durch Unterstützer der Terrororganisation IS oder den Hamas-Terroristen. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt. Vier Jugendliche sollen Terroranschläge auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben. Unter anderem in Hagen, Düsseldorf, Dortmund und Köln. Ausgetauscht haben sie sich über eine Chatgruppe. Im Fokus der Ermittler eine 16-Jährige aus Iserlohn im Märkischen Kreis und eine 15-jährige Deutsch-Marokkanerin aus Düsseldorf. Sie standen im Kontakt mit zwei gleichaltrigen Jungs aus dem Kreis Soest und dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Sowohl die Düsseldorferin als auch die Iserlohnerin wurden vorläufig festgenommen. Die Anschlagsplanungen wurden im Chat übrigens weiter diskutiert und konkretisiert sogar. Nunmehr standen auch christliche Einrichtungen und Synagogen in Iserlohn im Fokus. Der Fall zeigt erneut, wie sich inzwischen selbst Teenager vor allem über das Internet radikalisieren und auch Anschläge planen. Geheimdienste gehen davon aus, dass islamistische Terroristen auch die Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, verantwortlich für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März, plante auch Anschläge auf den Kölner Dom. Vor allem im Internet suchen die Terroristen offensiv nach neuen, sehr jungen Tätern. Wir wissen, dass Rechtsextreme, aber eben auch der IS ganz klar auch im Social Media Leute rekrutiert, da eigene Wahrheiten schafft. Und das muss uns eine Warnung sein. Wir reden jetzt hier über Teenager, die prinzipiell auch staatsgefährdende Straftaten verüben. Also das ist jetzt kein Kaugummi-Klauen, das sind hochgefährliche Sachen und da stehen Menschenleben auf dem Spiel. In Nordrhein-Westfalen konnten die Ermittler die Terrorpläne, die in den Chats konkret diskutiert wurden, jetzt vereiteln. Alle vier Teenager kamen in Untersuchungshaft. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.